Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shadow of the Tomb Raider. Leute, hier ist Mega-Finale. Hier geht alles auf, in Flammen auf. Und hier explodiert alles. Und hier ist übelst Action und überhaupt. Und weiter geht's. Oh, okay. So, wir sollen darüber. Und hier geht's jetzt gleich brenzlig weiter. Wir müssen das Ritual verhindern, Leute. Wow. Ich muss den Finger einklemmen. So, dann einmal da hoch und festhalten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir noch gegen den kämpfen müssen, so Bossfight-mäßig. Einmal da hoch. Aber ich finde das so geil, das Finale bis jetzt. Mit den Orks da. Das ist richtig geil. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Mega epischer Moment. Mega epischer Moment. So, einmal hoch da. Hey, Lava, was machst du da? Ja, so. Ja, geh noch weiter nach rechts. Sie kann. Jetzt. Ja, toll. Wo hat sie sich da bitte jetzt festgehalten? Ja, da musste ich jetzt machen, Leute. Ich hing fest. Sie hing fest in der hinterletzten Ecke. Das ist natürlich ärgerlich. Egal, machen wir nochmal. Wir lassen uns von sowas nicht runterkriegen. Hey, hallo! Jetzt funktioniert gar nichts mehr. Akku leer? Nee, Controller ist noch an. Hä? Du sollst einfach darüber springen. Nicht festhalten. Ich drücke. Jetzt hat sie es. Okay. Alter, das ist ein bisschen komisch gerade. Ich hab gedrückt, ich schwöre. Manchmal das Gefühl, ich drücke zu schnell. Ich drücke und die ist noch gar nicht so weit. So, jetzt sind wir richtig dran. Bin ich da irgendwo am Abgrund? So. Bin mal gespannt. Was ist das da für Totenkopf da hinten? Seht ihr das? Okay. Wir nähern uns, Leute. Wir nähern uns. Aber geiles Finale, habe ich schon mal erwähnt. Ich glaube, ja. Aber geiles Finale. Lass die Sonne verdunkeln. Möge die Dunkelheit die uns bekannte Welt auslöschen. Oder ich dich. Lass den Schatten vergehen und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten. Sowas von gegen ihn kämpfen. Vernichte alle, die deine Macht und Stellung zerstören wollen. Soll ich die jetzt angreifen oder was ist der Plan? Erstmal den hier, würde ich sagen. Der kommt so provokant hierher. Kukulkan, schütze uns! Leite uns! Hilf uns formen und schaffen! Stärke und erhebe! So, wir machen erstmal seine komischen Lakaien hier weg. Vernichte alle, die deine Macht und Stellung zerstören wollen. Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz.
Aber mir egal, ich kill jetzt erstmal die Rings herum. Ukulkan, schütze uns! Leite die bestimmt uns. Wegmachen da. Hilf uns formen und schaffen! Stärke und erhebe! Ah. Lass die Sonne verdunkeln! Möge die Dunkelheit die uns bekannte Welt auslöschen! Findet sie! Sie darf sich nicht einmischen! LOL! Was für viel Schaden macht der denn bitte? Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand! Und wie komme ich denn jetzt darüber? Vergiss nicht, worum es geht! Scheitern ist keine Option, Leute, da habt ihr es gehört. Und super, Muni, das ist schon mal schön. Okay, ich hab's gerafft. Wie kann ich die denn herstellen eigentlich? Selber vergiften ist natürlich auch nicht so schlau. Na komm, wir machen erstmal die Dinger weg. So, jetzt. Nein! Nichts hält mich auf! Ich erschaffe die Welt neu! Matrix, Alter. Voll Matrix. Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand! Er kann sich beamen. Doch, Matrix. Daneben. Wow! Ich muss erstmal den anderen Heini da noch wegmachen. So, jetzt weiß er bestimmt nicht, wo ich bin. Hey! Okay, das wird er. Boah, wie langsam die zielt! Was ist denn das Glühwürmchen? Unbekannte Position. Ich will halt Dingsbums machen. Gegen so einen Passschuss. Yeah.
soll ich jetzt machen? Da bestimmt nicht hingehen. Doch. Mein ganzes Leben. Dein Gegner ist ein Gott. Aha. Ich hab dich am Leben gelassen, Lara. Bis jetzt. Autsch. Hey. Einmal treffen reicht dann auch. Das ist wie in einem schlechten Date. Einmal treffen reicht dann auch. Richtig, du Sau. Ich beschütze Patrick. Wir klauen dem Platz, jetzt verstehe ich das. Jetzt habe ich keine Muni. Der mich die ganze Zeit sieht. Hey, nimm doch mal die Muni jetzt. Warte, den machen wir noch damit weg. Ah. Irgendwas hat dieser Heli da auch noch auf sich, hundertprozentig. Greif mich nur an! Aber Vulkan macht mich nur noch stärker! Arrogant! Nein! Oh. Yeah. Ich glaube, Energie, merkt er das nicht? In Wochen. Papa, ja, sicher, du bist kein Marvel-Held. DC hast recht. Jetzt haben wir. Schütze Paititi. Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. Da geht's ab. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten. Den König überlisten? Ob der König da so einfach mitspielt? Ihr Lieben, könnt ihr nicht mal eine Sekunde stillhalten? Jawohl, weiße Königin. Eins! Darf ich mal sehen? Klar. Da bist du, da bin ich, da Dad. Wo sind wir? Hawaii.
Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen, frei von Schwäche, Gewalt. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Tapferes Mädchen, das nicht damit rechnet, dass ein Jaguar sie angreift. Wo wollen wir unser nächstes echtes Abenteuer erleben? Ich habe gehört, die Antarktis soll zu dieser Jahreszeit wunderschön Dad. Sein. Dad! Was nicht? Dann erforschen wir vielleicht die Salzseen von... Mann, Utah. Richard! Ich weiß, wo wir hinfahren! Ach ja? Was? Hawaii! Oh ja, das wäre bestimmt sehr schön. In diesem Fall musst du mir aber bei den Recherchen zur Vorbereitung unserer Reise helfen, Lara. Nein! Du bist mein Assistent. Oh ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, Ma'am, das hatte ich ganz vergessen. Ich verlange, dass man mich ins Museum führt. Nun gut, ich schätze, das lässt sich einrichten. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt, aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen, denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Schütze Paititi! Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. Was passiert da? Zwei Tage später. Die hat Sonopro überlebt. Unuratu. Meine Mutter. Kriegerin. Rebellen. Königin. Wir werden sie noch über Generationen ehren. Ich vermisse dich. Nun wird ihr Geist uns dabei helfen, Paititi zu vereinen. Vielen Dank. Ich fahre morgen nach Kuwakiyaku zurück. Wirklich? Vermisst du den Dschungel? Oder willst du den mysteriösen Fischbaum suchen? Ach, Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Wie schön.
was machst du? Ich denke, ich werde noch eine Weile hier bleiben. Und stellst du noch mehr Artefakte wieder her? Also, was machst du? Ich weiß noch nicht. Edsley wird mich ein bisschen beraten. Er wird mir schon sagen, was Paititi für den Wiederaufbau benötigt. Wow. Ich will nicht länger suchen. Ich will Zeit mit Menschen verbringen. Okay. Solltest du nicht packen oder sowas? Nein, bis morgen hast du mich an der Backe. Du kannst bleiben, solange du willst, Lara. Gute Reise, Jonah. Wenn hier alles wieder aufgebaut ist, komme ich vielleicht nach und lerne mehr über die Welt fernab von hier. Klar, immer gern. Sag einfach Bescheid. Du auch, Uchu. Wenn er es will. Also, Jonah, Lara hat gesagt, du hast eine Freundin? Wir kommen alle zur Hochzeit. Was? Moment mal. Edsley, zeig mir doch mal die Pläne für den neuen Tempel. Ja, der wird wunderschön. Shadow of the Tomb Raider. Okay, Leute, das war das Let's Play zu Shadow of the Tomb Raider. Ich fand's sehr, sehr geil. Gerade das Ende hat mich jetzt nochmal richtig gecatcht mit diesen Mordor Orks. ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel fandet. Seid mal nicht so schreibfaul und lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann zum nächsten Let's Play, wenn ihr Bock habt, vielleicht zu Assassin's Creed Odyssey oder halt zu FIFA The Journey. Dann erstmal vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann zum nächsten Let's Play. Bis dahin, macht's gut, euer Chris. Tschüss. Ich lag völlig falsch. Ich dachte, um mein Leben zu kontrollieren, müsste ich etwas Ungewöhnliches tun. Ich dachte, ich müsste alles in Ordnung bringen. Aber die Geheimnisse der Welt muss man genießen, nicht lüften. Ich bin nur eine von vielen, die versucht, sie zu wahren. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, Jonah. Aber welches Abenteuer mich auch erwartet, ich freue mich drauf. Ich werde versuchen, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Tee, Miss Croft? Sehr gern. Im Moment ist es einfach nur schön, zu Hause zu sein.